dumpfer Schlag, durchströmt ihr Gehirn und alle Schmerzen sind wieder weggeblasen. Der Metzger legt sein Schussapparat auf Zeit und schneidet ihr die Pulsadern auf, die Halsschlagadern. Das Blut spritzt 3 Meter durch den Raum. Sie ist noch nicht tot und das Blut wird ausgepumpt von einem gesunden Herz, das noch nicht weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Sie siegt nun und während ihr die eigenen Gedärme ins Gesicht rutschen, weil sie schon an Ketten an die Hinterhaxen aufziehen, zirkt ihr schon irgendwann das Fell ab. Sie siegt nun, aber sie spürt nichts mehr. Oh Gott, sie siegt nun. Ich hoffe, dass nichts mehr spürt. Ich hoffe, dass nichts mehr spürt. Ich habe Angst, dass es niemand erdenken kann, wenn ich glaube, dass sie noch was spürt. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr schlafen kann und dass ich nicht mehr mit euch lachen kann, wenn ich glaube, dass sie noch was spürt. Ich wollte euch bloß eine Geschichte erzählen, aber ich habe keinen Traum dazu gehabt.